Hi Leute und willkommen zurück zu Bayonetta 3. Wir sind im ersten Arrondissement von Paris unterwegs. Und hier ist die Boutique oder sowas, Aphrodite. auf der Suche nach dem nächsten Chaos-Gear. Da hinten geht's weiter, aber hier im Tunnel habe ich gerade was gesehen. Die fucking Katze. Boah, ernsthaft? Ich sehe sie noch nicht mal hier. Okay, sie huscht hier jetzt immer durch. Vor, zurück. Ja, geil. Wie soll ich sie denn kriegen? Ja, fliegenderweise schon mal gar nicht. Hey, das ist doch nicht deren Ernst. Ey, ohne Witz, was soll diese Kack-Katzennummer in diesem Spiel, ja? Wie soll ich sie denn hier gescheit kriegen? Ich sehe sie noch nicht mal mehr. Und ich kann ja noch nicht mal schnell hinterher, weil hier immer irgendeine Scheiße im Weg ist. Ah. Das muss ich mir mal merken für die Katze. Wenn sie irgendwo still steht, von oberhalb nähern und einfach den Jump-Kick nach unten drauf machen. Aber da wir das erste Moped übersehen haben, werden wir diesen Herausforderungslevel nicht mehr bekommen. Da innen ist noch ein Goodie versteckt. Aber in die Goodie-Seite, ne? Im Menü habe ich auch schon ewig nicht mehr reingeguckt. Ich weiß gar nicht, ob man hier 1000 Texte lesen kann oder so. So, 36.000 haben wir. Ich fürchte, damit erreichen wir nicht viel. Von daher lassen wir Rodin sein. Upsa. Tirez! Mit Tirez, putain! Und folgen mal weiter dem Weg hier durch Paris. Okay, tschüss, Leute. Ja, achso, das sind auch direkt jetzt unsere Gegner hier. Ich verstehe. Aber ist es ein Vers? Doch, es ist ein Vers. Manchmal sind es ja auch eher so kleinere Sachen, die dann kein richtiger Vers sind. Hallo? Achso, es ist kein Vers, wo irgendwas nachspawnt. Und dann auch wieder einer, wo man sich eher fortbewegen muss. Also sowas könnten sie einem auch mal sagen, ne? Was das Ziel des Verses ist. Okay, aber sonst bis hier nicht sehr schwierig. So, will man hier auch links und rechts mal reingucken? Ne, man kann gar nicht rein. Es ist eher nur dafür gedacht, dass halt Leute rauskommen. Okay. Die Zombie-Armee der Armee quasi. Okay, von Zombies übernommene Panzer, das wird kein Spaß. Wir gönnen uns mal wieder irgendeine etwas größere Form hier. Sondern so Michael Jackson Dance hier. Thriller! Darum geht's doch, oder? Das Spiel ist einfach so witzig. Mega. Man müsste sich nur mal vorstellen, was sie daraus machen könnten, wenn sie mal die PS5-Plattform oder so zur Verfügung hätten, ne? So, angreifen, Schwanzi, finstere Flamme. Sprungpresse. Roms. Panzer weg da. Boah, es ist nur so ewig träge, mit diesem Viech unterwegs zu sein, ne? Können wir... Ja, gut. Ne, wir können auf der Stelle springen. Tschüss, mein Freund. Boah, es ist träge, ey. Kamera kann man auch, ja, so ein bisschen. Aua, ey, hör mal auf mich zu schießen. Geil, schießt hier so ein... Wer schießt denn hier auf uns? Ich sehe es überhaupt nicht. Schießt aus diesen Wäldern auf uns, aber ich glaube, das muss so sein. Hol auf Gomorras Rücken einen Hubschrauber vom Himmel. Ja, haben wir geschafft. Wo geht's denn hier weiter, verdammte Axt?
da hinten. Eigentlich auch nur noch ein weiterer Hubschrauber, oder? Okay, springenderweise kommt man doch ein bisschen schneller voran. Aber ich habe keine Ahnung, wo es hier weitergehen soll. Muss ich hier alles erstmal weghauen? Klimax? Hieß hier darum, auf diesen Soldaten im Wald rumzuhüpfen? Oder was war jetzt das Thema hier gewesen? Ich habe es ehrlicherweise nicht ganz gerafft. Achso, zielen muss ich auch noch. Keine sinnbefreite, aber irgendwie witzige Sequenz. Ja, gut. Okay, hätte ich gewusst, was man hier machen muss, wäre das besser gewesen. Hat zwei Verse verpasst. Hello? Wer ist es? Jeanne? Chaos Gear? Luca? Man weiß es nicht. Scheint mir eher weiblich zu sein. Und irgendwie aus dem Zirkus abgehauen zu sein. Dance Battle! Wie geil war denn dieser Dance Battle? Okay, es geht los. And what was that? Oh, that! A simple ball swirl. Just wait until I get really chatty. Das hat also ein bisschen was vom Geschicklichkeitsfechten, vom Beleidigungsfechten in Monkey Island, ne? Aber nicht Beleidigung, sondern Dance-Fechten, Dance-Battle. So, jetzt müssen wir tatsächlich kämpfen. I think you have me mistaken for someone else. Mistaken? Our line of work doesn't allow for mistaken shit. Ich frage mich schon, was man mit diesen Gegnern hier macht, die einem ständig ausweichen, ne? Was soll das? Now's your chance. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Okay, das ging ganz gut bis jetzt so gefühlt. Nicht, dass ich irgendwie eine Ahnung gehabt hätte, was ich gemacht habe. Okay, sie verwandelt sich. Können wir uns dann auch verwandeln? Ah, jetzt wird's scheiße, wenn man nämlich nicht so genau weiß, was hier passiert. Okay, jetzt ist sie hier zum Vogel geworden, oder was? Jetzt hörst du mal auf mich zu schießen. So, jetzt komm hier, beiß da mal richtig zu, mein Freund. Ich wollte zwar gar nicht dich rausholen, aber dank deiner Körpergröße scheinst du mir gerade nicht die schlechteste Wahl zu sein. Komm jetzt. Immer drauf da. Oh, es hat sich, glaube ich, gegen uns gewandt. Das ist auch schon lange nicht mehr passiert, ehrlich gesagt. Wer sind wir jetzt hier gerade? Achso, jetzt haben wir mal die andere Form hier angenommen und sie von der Plattform hier gestoßen. Okay, einmal zerteilt oder wie? Muss ich was tun? Nein, ich glaube, das läuft von alleine hier ab. Ah!
Gibt's euch. Nicht, dass er jetzt schon die Multiversum-Explosion herbeiführt. Eigentlich wollen wir es ja verhindern, aber es sah gerade fast so aus, als wenn sie es doch noch anstreben. Naja. Und jetzt geht's nochmal weiter. Okay, noch mehr Vögelchen. Oh oh, jetzt wird sie doch nochmal richtig von einem Homunculus übernommen. Ah, eine Singularity Fight. Ich fürchte, das hier ist noch nicht vorbei. Das werden wir jetzt sehen, mein Freund. Wir haben einen Piepmatz per Lucidus als Gegner. Parasitäres Kontrollmodul. So, was tun wir hier? Ah ja. Stimmt, hätte ich auch von selbst drauf kommen können. Wir reißen uns erstmal wieder das Herz raus. Warum sind wir jetzt ein rosa angepinselter Frosch? Sie meint, das wäre die beste Wahl für diesen Fight. Okay. Hey, was ist das? Good evening, Mistress. Is this the new recital stage? Und wer jetzt die wahre Form des Frosches befreit? Baal-Zebul, Sirene der Seuche! Und wir sind jetzt die Sirene der Seuche, oder was? Okay, das ist die Vampirsequenz. Die Singsequenz. Das ist einfach alles so abgefahren und abgedreht. Muss ich was tun? Ach so, ich muss gucken, von woher die Viecher kommen. Und dementsprechend meine Schutzschilde platzieren. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Es hat ein bisschen gedauert, wobei es schneller ging als gedacht, wie ich es verstanden habe. Was ist das schon wieder für ein geiler Bossfight? Nein! Wow, alles abgewehrt. Man muss ein bisschen in die Mitte des Bildschirms gucken. Oh, ne, jetzt habe ich es verkackt. Ich wollte gerade sagen, dann sieht man ganz gut, wo es herkommt. Wie geil. Jetzt hat so ein bisschen was auch von so einem Vampir-Musical-Musik. Ich kann weiterhin nur Schilder machen, ja? Achso, auch nur wenn sie, wenn da jemand vorfliegt, dann singt sie auch. Wie mega witzig ist das? Ich gehe am Stock. Das ist echt schon was von so einem Rhythmusspiel aus Mario Party. Oh, jetzt wird's gerade irgendwie hier unbequem. Es ist echt 1:1 das Rhythmusspiel aus Mario Party. Nur dass man diesen Rhythmus tak, 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 tak da halt selber drücken muss.
Das ist so herrlich bescheuert, Leute. Ich finde deswegen alleine Bayonetta schon so geil, weil es einfach so bescheuert ist. Haben wir ihn jetzt wirklich schon besiegt und dafür das Chaos Gear erhalten? Ja gut, wenn ich alles abgewehrt hätte, hätte man wahrscheinlich noch ein paar mehr Punkte bekommen. Geilster Bossfight. Wobei der Badewannenboss auch nicht schlecht war. May you be reunited with your mommy. Ja, das werden wir noch sehen, was bei unserem Treffen passiert. Ob das wirklich seiner Erwartungshaltung entspricht und dem, was er denkt, was vorgesehen ist. Okay, es geht hier noch weiter anscheinend. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass der Level hier zu Ende ist. Genau, wir haben die 5 Chaos-Getriebe. Und es ist, glaube ich, auch erstmal zu Ende, ne? Genau. Kapitel 12 am Rande des Wahnsinns. Okay, haben wir nicht so viel geschafft oder nicht so viel gefunden an Versen. This is just one outcome, but the possibilities are endless. Neuer Dämon unterworfen. Ist das... Ja, es ist mein Lieblingsdämon. Und neue Waffen erhalten. Abracadabra. Rasendillusion. Ja, mal gucken, ob wir nochmal eine Waffe ausprobieren oder ob wir jetzt erstmal bei dem bleiben, was wir kennen. Ich finde, für meine Verhältnisse habe ich relativ viele Waffen etc. ausprobiert. Normalerweise bleibe ich ja immer erstmal bei einem Setup, wenn ich eins gefunden habe, was mir gefällt. So, neue Produkte verfügbar, T-Shirts etc. Ich weiß gar nicht. Nee, das wollte ich gar nicht. Wie viel Kohle und Währung etc. wir haben. Schauen wir einmal kurz hier vorbei. Beim guten Rodin, bevor wir uns wahrscheinlich in die letzte Jun-Action stürzen. 50.000 irgendwas. Also das waren das Engelgedöns, da haben wir nicht so viel von. Hier haben wir eigentlich alles, was... Ah ne, hier sind neue Sachen dabei. Lässt Höllendämonen beim Einsatz von Dämonenschärger automatisch angreifen und ermöglicht Bayonetta sich frei zu bewegen. Boah, das hört sich cool an. Boah, wie cool ist das denn, wenn jetzt jeder Dämon einfach selbstständig angreift und man selber beliebig mitmischen kann? Darauf will ich sparen. Erhöht die Angriffskraft der Höllendämonen, lässt sie aber auch schneller in Raserei verfallen. Okay, aber das hier will ich auf jeden Fall haben. Darauf sparen wir dann erstmal und verlassen schon wieder die Gates of Hell hier. Und gehen wir in neben Kapitel 4, Doktor außer Haus. Ah, offensichtlich finden wir Dr. Sigurd nicht. War das schon der Spoiler im Kapitelnamen? Witzig, man kann sich hier drin bewegen, ne? Aber es gibt keinen Charakter. Die Bewegungsfähigkeit haben sie nicht eingeschränkt hier. Wenn kein Charakter da ist, mit dem man rumkloppen kann. Das ist Dr. Sigurd. Who are you? Do you know a girl named Viola? She sent me to find you. I know no Viola. But I believe I know why you're here. You're looking for a way to the Alphaverse. Very astute, Doctor. As it appears, you and I share a purpose. I'll gladly assist you in any way I can. On one condition. Was kommt jetzt? It's been so long since I've had a good conversation. I believe that can be arranged. After all, we have a long and eventful journey ahead of us. Ist Konversation Kampf? Oder was will er wirklich?
Oh Gott, eine Motorradfluchtsequenz. This should be useful. But ach so, der Dr. Zygurge dockt sich auch noch an. Shall we? I'll leave the driving to you, of course. Na klar, steigt man so auf ein Motorrad auf. Ja, und klar startet man so ein Motorrad. Ach so, trotzdem zweidimensional. Granaten werfen, Wheelie. Oh. So if we can just make it there. Ey, ich sehe überhaupt nichts. Ach so, die roten Fahrspuren sind die blockiert sind. Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. So, jetzt haben wir da ein bisschen Shotgun-Munition. Das sieht man, glaube ich, links oben nicht dank meiner Facecam. Ach mal, wir können die einfach vor die Wand schubsen. Roms. Noch einer. Roms. Dann halt so, ist okay für mich. Oh, noch eine Shotgun. Oh, wow. Ach, egal. So, ausweichen kann man auch irgendwie. Boah, so gerade eben dadurch ausgewichen. Ja, okay, wenn man einmal verstanden hat, dass man sich von den roten Fahrspuren fernhalten sollte. Oh, ne. Ja, kann man trotzdem noch reinfahren. So ist nicht. Hear the sound. Those close by. See the spectacle. Evildoers. Fear final justice. Was macht sie? Platinum Knight has arrived to defend the weak and innocent. QTJ is here. Ach ja, ich sag da mal nicht zu. Ich dachte schon, was? Ich dachte eigentlich gar nichts. Verwandle dich in QTJ und besiege Homunkuli 20 Stück. Ja, okay, das war jetzt nicht so schwer gewesen. Oh. Wo sind wir? Oh, wir haben jetzt nur noch 2 Leben. Oh. Wo haben wir denn den Raketenwerfer her? Noch irgendein Goodie hier eingesammelt. So. Du auch vor die Wand. So, mal wieder irgendwas zum Leben auffüllen wäre nicht so schlecht. Oha, oha, oha. Endboss-Zeit oder what? Ja, ohne Witz, ey, ich habe keine Ahnung, in welcher Ebene sich irgendwie eine Gefahr oder Schaden oder was befindet, ne? Ja, und dann kommt es natürlich von hinten. Na gut, Shotgun sollte ich mir mal dafür aufbewahren, wenn der eigentlich mal wieder vor mir ist, oder? Kann ich auch nach hinten schießen? Ja, von hier ist dann besser. Das ist auch ein Angriff, wo ich schön durchballern kann. Ja, natürlich. Jedes Mal. Jetzt ist er wieder hinter mir. Prima. Ich freue mich. Okay, das war Heilung gewesen. Dankeschön. Ach so, und jetzt, wenn er hinter mir läuft, muss ich in die Mitte oder das rechte Drittel des Bildschirms irgendwie, ne? I've even prepared an explosive farewell. Okay. Ready, my dear? I love a good show. Ich weiß nicht, was Sie da gerade besprochen haben. Very well, then. Es explodiert auf jeden Fall alles und er nimmt ordentlich Schaden. Heilung? It appears that someone didn't enjoy the fireworks.
So, bin ich jetzt hier richtig? Kann man es irgendwo sehen, wo die Lücke ist? Naja, immer relativ mittig auf jeden Fall. Das hat jetzt auf jeden Fall mal wieder einigermaßen geklappt hier. So, letzter Lebensbalken. Aua. Einmal kurz auf die Uhr geguckt und schon kriegt man hier einen aufs Maul, ey. Ist klar. Uah, wo kommt das her? So, wir bleiben mal wieder hier so mittig. Ja, hier mittig ist ganz gut. 132 Sekunden noch. Ja, wir bräuchten mal wieder eine etwas kräftigere Waffe, ehrlich gesagt. Um hier mal ein bisschen mehr Schaden rauszuquetschen. Aber jedes Mal hier vorne machen wir gut so ein Drittel, glaube ich. Selbst mit der einfachen Waffe. Aber jetzt ist auch schon wieder hinter uns. Ey, dass ich nicht nach hinten schießen kann, ne? Nach hinten können wir irgendwie so... Achso, doch, wir können... Ach ja, wir können, Handgranaten fallen lassen, Minen fallen lassen. Na ja, hätte ich eher dran denken sollen. Aber, ja gut, dann wird er natürlich ein bisschen... Wow! Bestrafen, mein Freund! Bestrafen! Und zerquetscht von diesem Tor oder was auch immer es war. Cast. Ah, okay, wir haben offensichtlich den Jean-Film beendet auch. Weedy! Es ist schon witzig gemacht, aber gut, jetzt haben wir zumindest mal unsere Initialaufgaben, alle Chaos Gears zu bekommen und Dr. Sigurd aufzusuchen, mal geschafft. Man wird es jetzt langsam aufs Finale zugehen, ne? Ich glaube nicht, dass noch jetzt der nächste Story-Abschnitt bekommt mit Besorge noch dieses und jenes. Das wäre zu lang für ein Bayonetta-Spiel. Kann man das hier beenden oder abbrechen? Nein? Gut, dann müssen wir hier durch. Ich will noch ein bisschen Quatsch mit ihr da unten machen. Weedy! Weedy vor der glühenden Sonne. Sehr schöner Anblick. Wie auch jedes Mal Isurds Beiwagen. Isurd? Isurd? Ich weiß nicht mehr. Beiwagen der Funken schlecht. Event Planning. Was denn das? Abendessen ausgehen oder was? Ach, komm schon. I'm afraid I still don't know your name, my brave friend. Call me Jean. A pleasure, Jean. So, where do we go from here? There's someone I'd like you to meet. That is why I took this little trip after all. Also geil, dass es alles so agentenmäßig bei ihr aufgemacht ist. I think you'll find this ride much smoother than the last. Yay. Wir fliegen mit dem Düsenjet weiter. Ich habe keine Ahnung, ob das hier gut oder schlecht war. Gold immerhin. Ja, aber um solche Level gut abzuschließen, muss man auch überhaupt erstmal wissen, was genau zu tun ist. Ne? Und das weiß man halt in der Regel erst im zweiten Durchgang. Oh, es geht nach oben weiter. Ich hätte es jetzt eher nach unten erwartet. In Rodin's Lan wartet ein neues Minispiel auf dich, das auf Jeans Abenteuern basiert. Drücke Y, Minus in der Kapitelauswahl, um es dir anzusehen. Sieht das aus? War es Minus oder Y in der Kapitelauswahl? Teste dein Geschick in einem Spiel, das von Arcade-Klassikern inspiriert wurde und sogar über Ranglisten verfügt. Absolviere alle drei Level, um dir einen Bonus-Level-Heiligenschein zu erspielen. So, erhöhe den Schwierigkeitsgrad für noch mehr Heiligenscheine. Okay, das ist ein Minigame, damit man sich den ganzen optischen Kram kaufen kann.
Drücke Plus, um das Spiel jederzeit zu pausieren oder zu beenden. Doch Vorsicht, alle als Credits eingesetzte Essenzen werden nicht erstattet. Du kannst das Spiel jederzeit beenden und erhältst die restlichen Credits zurück. Nicht jedoch eingesetzte Essenzen. Das heißt sogar einfach nur Minispiel. Ich will zumindest mal reingucken. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch 3 Level davon spielen werden oder so. Sogar mit Rohren an sich. Einwerfen 300 von unserer Engelswährung. Gut. Level 1 Start. Wie witzig, sie haben den auch so einen Pixel-Look verpasst. Und es ruckelt so ein bisschen. Im Prinzip ist es aber das von der Grafik her, was wir mit ihr auch schon gespielt haben. Sie haben nur einen Filter drüber gesetzt. Ne? Sie haben das hier nicht wirklich als Pixel-Art designt oder so. Ja, es ist genau das gleiche, nur in Pixel-Look-Optik. Hallo, komm mal raus da. Und auch extra ruckelig dargestellt. Wo sind wir? Achso, wir liegen oben drauf. Hallo, ich wollte den eigentlich überraschen. Okay, ich glaube, das ist alles keine Überraschung mehr. So, den konnten wir überraschen. Den hier auch. Okay, Leute, ich denke, es ist ungefähr klar, was das hier ist. Ich wollte auch nochmal reingeschaut haben. Ich würde sagen, wir machen dann beim nächsten Mal. Sehen wir uns auf der Kapitelauswahl wieder und begeben uns einfach in den nächsten Level. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da.